Nachdem euch der erste Teil mit dem Best of Essen 2023 so gut gefallen hat, hüpfen wir direkt weiter zur Schwester Catrice. Ich habe die besten Produkte des Jahres für euch rausgesucht, die meiner Meinung nach nicht nur die Brand, sondern auch die Drogerie-Make-up-Welt so ein bisschen verändert haben. Für mich zumindest. Und ich bin sehr gespannt, wie das fertige Ergebnis sein wird. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die besten Produkte, die Catrice rausgebracht hat. Und teilweise sind ja auch Produkte dabei, die meiner Meinung nach jemals die besten Produkte von Catrice waren. Wir haben wirklich sehr, sehr viele, ich finde das Wort wird heutzutage sehr inflationär benutzt, Game Changer. Aber für die Marke war es das auf jeden Fall, denn sie hatten mit vielen Produkten sehr viele virale Momente. Und ich bin ehrlich, ich bin nicht so der größte Freund von viralen Produkten, weil es immer sehr kurzlebig ist und 4 Wochen später ist es dann der Pumpkin Spice Trend und vier Minuten später ist es dann der Matcha Latte Eye Espresso Trend Make-up. Und wenn eine Marke zufälligerweise dann das passende Produkt dafür hat, ist es viral und 4 Minuten später interessiert sich niemand mehr dafür. Hier sind aber Produkte dabei, die zeitlos sind, die man auch vor 4 Jahren schon hätte rausbringen können und die heute immer noch gut funktionieren. Deswegen würde ich vorschlagen, verlieren wir gar keine Zeit. Und hüpfen direkt ins Video. Ich sehe sehr müde aus. Es liegt aber daran, dass ich noch keinen Color Corrector drauf habe. Denn das erste Produkt ist das hier. Der Catrice Under Eye Brightener kam ja bereits vor diesem Jahr, letztes Jahr heraus. Allerdings in der Farbe 010. Jetzt kam er in der Farbe 020 raus und ist damit ein deutliches Stück dunkler. Und ist jetzt aber auch fast ein 1:1 Farbmatch zu dem von Becker. Auch der erste war schon sehr, sehr ähnlich. Mir ist der eine zu hell, der andere zu dunkel. Deswegen benutze ich jetzt den dunkleren, weil ich damit besser arbeiten kann als mit dem helleren. Und gehe dann mit dem von Charlotte Tilbury einmal rüber, weil er ein bisschen heller ist. Das Spannende bei dem Produkt ist, wie ich finde, dass er nicht nur sehr, sehr cremig ist, sondern auch ganz, ganz besonders formuliert. Der ist recht pflegend und ihr seht es sofort. Ich arbeite mit so einem kleinen Pinsel. Nur auf der dunklen Fläche meiner Augenringe. Und es ist sofort reduziert. Das einzige Problem, was ich damit habe, das habe ich aber auch mit dem von Becker, weshalb ich dann zu Charlotte Tilbury gewechselt bin, ist, dass die Formulierung sehr, sehr dick ist. Also du musst ihn am besten mit dem Finger einarbeiten. Das mache ich nicht so gerne, weil er dadurch ein bisschen wärmer, ein bisschen flüssiger wird. Aber der Unterschied ist, ich glaube, sehr eindeutig sichtbar. Man muss so ein bisschen üben damit, weil er doch schon recht orange ist. Der andere ist ein bisschen zu hell. Beide in Kombination sind bei mir sehr gut. Ich habe leider nur den helleren nicht mehr, beziehungsweise ich finde ihn nicht mehr. Der ist natürlich super, um wirklich dunkle Augenschatten zu kaschieren. Der funktioniert auch sehr, sehr gut für dieses No-Make-up-Make-up. Also wenn ihr wirklich Probleme mit Augenringen habt, kauft euch beide am besten. Hier ist der hellere von Becker. Der hat dieselbe Farbe wie der von Catrice. Damit kann man dann punktuell noch ein bisschen aufhellen und dann ist das Ergebnis wirklich das gleiche. Also du merkst auch im direkten Auftrag, im direkten, im Swatchen, in der Textur her, merkst du keinen Unterschied. Und das ist, für mich ist das wirklich eine sehr, sehr gute, sehr günstige Alternative. Ich finde, man hat dieses Jahr eine sehr, sehr starke Veränderung bei Catrice wahrnehmen können, dass sie sehr Richtung, welche Produkte im High-End-Bereich sind sehr beliebt und wie kann man diese Produkte kostengünstig in die Drogerie bringen. Das sieht man bei sehr, sehr vielen Produkten und ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil sie, klar, diese günstige Alternative funktioniert natürlich immer gut, aber man muss dazu sagen, sie machen nicht nur einen billigen Abklatsch davon, wie es viele andere Brands machen, sondern sie machen es teilweise sogar besser. Und das ist etwas, was man auch wirklich mal loben muss. Es ist trotzdem nicht so einfach. Es ist ja nicht so, dass, wenn wir über den Hollywood Flawless Filter reden, dass das Rezept und die Formulierung, wie ein Rezept bei Rewe Kochwelt online zu finden ist und dann einfach kopiert wird, sondern du musst es natürlich selbst entwickeln. Du musst natürlich Vergleiche ziehen. Die Labore können das natürlich, aber es ist trotzdem nicht so einfach und man muss es wirklich lobend anerkennen, dass sie da so gute Arbeit mitmachen. Und eins dieser Produkte, wie ich finde, was sie besser gemacht haben, als wahrscheinlich das, woraus es eventuell inspiriert sein könnte, ist der Soft Glam Filter Fluid. Dieses Ding hat mir, das ist mittlerweile die zweite Flasche und das klingt immer so doof und das klingt immer sehr hochtrabend, wenn ich das sage. Aber ich benutze ja sehr, sehr viele verschiedene Make-up-Produkte. Aber wenn ich ein Produkt wirklich aufbrauche und es mir dann neu nachkaufe, ist es für mich ein Produkt, was
einen ganz besonderen, noch einen besonderen Stellenwert hat. Ich habe ihn jetzt hier in der Farbe 010. Das ist jetzt die hellste. Du kannst ihn als Highlighter benutzen, du kannst ihn als Primer benutzen, du kannst ihn aber auch als Foundation benutzen. Du kannst damit im Prinzip machen, was du willst. Was ich jetzt hiermit mache, da der jetzt ein bisschen heller ist, ich habe mir den jetzt für den Winter dann an der 10 anstatt in der 20 geholt. Du kannst deine Foundation mit reinmischen. Das machen wir auch gleich. Ich wollte ihn euch aber einmal so auftragen. Das Schöne ist, der ist sehr, 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 sehr leicht. Das war, glaube ich, der viralste Moment, den Catrice dieses Jahr hatte. Sehr, sehr toll. Nicht nur, dass er eine schöne Deckkraft hat, sondern der Glow, den dieses Produkt hat, ist auch feiner als der von dem Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Und das, finde ich, ist der Vorteil von dem von Catrice, weil er einfach deutlich, deutlich weicher auf der Haut aussieht. Deswegen mische ich jetzt einfach ein bisschen Concealer mit rein, um etwas mehr Deckkraft zu bekommen. Und dann hast du einfach eine unglaublich schöne Foundation. Und zwar so schön, dass sie wirklich den ganzen Tag hält. Was ich gesehen habe, dass viele dieses Jahr das Produkt in verschiedenen Farben benutzt haben, auch zum Bronzen. Das funktioniert natürlich auch sehr gut. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil ich einfach so viele andere Produkte für den Tarn noch habe. Und das finde ich ganz spannend. Sonst war Catrice für mich persönlich immer sehr powderlastig. Also sehr Lidschatten, Blush-Powders, Bronzer-Powders. Alles, was pudrig ist und alles, was vor allem um die Augen war, war für mich so der Fokusprodukt bei Catrice. Fand ich sehr, sehr spannend. Seitdem Love weg ist, hat man diese Veränderung gesehen, dass viel mehr Base zu Catrice gekommen ist. Auf ein ganz anderes Level. Natürlich gab es ganz, ganz tolle Base-Produkte von Catrice, die für viele von euch wahrscheinlich auch noch im Alltag sehr, sehr gut funktionieren. Wie beispielsweise der Liquid Camouflage Concealer oder die Foundations. Aber mittlerweile, oder ich finde, naja, seit dem Winter-Update letztes Jahr hat man das gemerkt, dass der Fokus so ein bisschen anders geworden ist. Und das ist, finde ich, weil ich das sehr, sehr gerne mag, eine schöne Base, eine gesunde Base, eine frische Base, sehr, sehr schön. Wir starten als erstes mit diesem Produkt hier. Das ist der Magic Shaper. Es gab dieses eine Update, Magic Shaper. Es gab diesen Primer, der ähnlich war wie der von Love, den Soft Glam Filter Fluid, das Soft Glam Filter Powder, den Melted Sun Bronzer. Es kam alles in einem Schwung raus und war ein absoluter Game Changer. Und für mich auch dieses Jahr ein sehr, sehr großer Unterschied zu den Limited Editions. Die Limited Editions waren dieses Jahr nicht schlecht, aber ich finde, dass die Hauptprodukte oder die Standardsortimentprodukte wirklich einen großen Abstand zu den Limited Editions hatten. Ich habe hier nur zwei Produkte aus einer LE, die für mich wirklich so krass in Erinnerung geblieben sind dieses Jahr, dass ich sie jetzt hier mit reingenommen habe. Und das ist sehr, sehr spannend, weil sonst auch hier Catrice natürlich immer so ein stabiles Standardsortiment hat und dann viel mit den LEs ausprobiert hat. Und ich glaube, dass sie viele Produkte auch ausprobiert haben in den LEs schon vorher, vielleicht immer ein bisschen anders, und sie dann einfach ins Standardsortiment gebracht haben, die das Standardsortiment dann sehr stark aufgewertet haben. Der Magic Shaper ist für mich mit Abstand einer der besten Contour-Sticks. Ich habe entweder den hier oder den von Kiko. Was anderes benutze ich nicht mehr. Er lässt sich super, super gut ausblenden. Er ist sehr schön kühl, aber nicht zu grau. Und du kannst damit einfach sehr, sehr gut konturieren. Entweder an der Nase, hier an den Bäckchen oder unter den Wangenknochen. Und das gut ausblenden. Und er ist sehr, sehr pigmentiert. Wir blenden das Ganze gleich natürlich noch ein bisschen aus. Es fiel mir so ein bisschen schwer, eine Entscheidung zu treffen, denn ich habe auch noch hier aus der Secret Garden LE diese Cremepalette. Der Bronzer war sehr schön. Ich trage ihn mal auf dieser einen Seite auf und gehe damit so ein bisschen weiter hier runter. Ich möchte heute ein richtig schönes Bronzy-Make-up haben. Sehr schön warm im Vergleich dazu. Der ist ein bisschen kühler, ein bisschen fester, nicht ganz so flüssig wie der aus der LE, der Melted Sun Bronzer. Gefällt mir fast noch ein Stückchen besser, weil er auch nicht ganz so warm ist und einfacher zu benutzen ist. Du hast hier nicht so das Problem, dass du eventuell zu viel Produkt dann auf dem Gesicht hast, sondern der ist sehr, sehr ergiebig. Unglaublich schön. Und das ist so spannend zu sehen, wie Catrice von diesen sehr guten Pudertexturen zu überragenden Cremetexturen gegangen ist. Ich bin sehr gespannt, welche eure liebsten Produkte dieses Jahr von Catrice gewesen sind. Schreibt mir das liebend gerne einmal in die Kommentare. Da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, dass wir, also viele aus der Community haben mittlerweile denselben Geschmack, was das Make-up angeht, wie ich. Ich finde, man sieht da schon einen Unterschied, was gewünscht ist und was die Leute kaufen und was nicht. Schaut euch bitte diese Base an. Bei den Blushes fiel es mir auch schwer. Ich habe mich jetzt aber, ich würde fast zwei nehmen, weil der Cheek Flirt Face Stick ist
eine günstige Alternative oder inspiriert durch ein teureres Produkt gewesen von, ich glaube, auch Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury war sehr im Fokus dieses Jahr. Mich aber, als ich habe es wirklich gesucht, weil mir das in Erinnerung geblieben ist, aus der Beautiful You Limited Edition. Das war ein Cream-to-Powder-Blush in der Farbe 1001 Worth It. Spannende Textur. Du hast ein Creme-Produkt und sobald du es aufträgst, wird es pudrig und es ganz spannend. Ganz, 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 ganz spannend. Wenn ihr den, ich wünsche mir für euch, wenn ihr den nicht bekommen habt, dass der nochmal rauskommt. Beziehungsweise ein Standardsortiment, weil die Formulierung ist bei Cream to Powder immer sehr spannend. Ich arbeite mir das erst in Pinsel in die Hand und dann hier direkt hier mit drauf. Und der Vorteil ist, dass ihr kein Puder mehr braucht. Und das ist ja mittlerweile, was ich festgestellt habe. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Das hat sich einfach so ein bisschen geändert, dass ich lieber Produkte benutze, die mehrere Zwecke in einem erfüllen, dass ich gar nicht mehr so viele Puderprodukte benutzen muss, weil es einfach auf meiner Haut im Moment schöner aussieht. Ich habe eine gute Hauttextur. Ich mag das ganz gerne, wenn es ein bisschen glowy ist und wenn die Haut ein bisschen lebendiger aussieht. Und das kriegst du damit hin, ohne dass es so speckig ist. Das habe ich manchmal gehabt, was mich, glaube ich, damals auch immer so ein bisschen zum Puder animiert hat, dass ich dieses klebrige Gefühl auf dem Gesicht gar nicht so gerne mochte. Ich habe natürlich trotzdem Puder. Vorher möchte ich aber einen Concealer auftragen. Und da, liebes Catrice-Team, wir brauchen nochmal einen neuen Concealer. Also der True Skin Concealer, super. Der Liquid Camouflage Concealer, auch gut. Aber wir brauchen nochmal was Neues. Irgendwie was Frisches, was Dünnes, was Leichtes, trotzdem mit einer hohen Deckkraft. Was für eine schöne Base. Wir fixieren das Ganze einmal und dafür benutze ich den Softglam-Filter. Auch hier, ne, das ist dieses eine Update, was wirklich genial war. Das ist ganz spannend. Also ich weiß, dass viele das nicht mögen werden, weil es ist matt, aber nicht so matt. Du kannst damit deine Base fixieren, aber es hat so ein bisschen Reflex mit drin. Reflexion mit drin, was dafür sorgt, dass die Haut nicht so platt aussieht. Also ich gebe mir das ganz gerne in so einem runden M auf mein Gesicht, ein bisschen um die Augen, rum, auf die Stirn, auf die Wangen. Unter den Augen mag ich es nicht, weil es dafür einfach nicht gemacht ist. Also das ist mir dann zu schimmrig unter den Augen. Unter den Augen mag ich es gerne ein bisschen matter. Aber ihr seht das, die Haut hat diesen Glow behalten, ohne dass sie leblos aussieht. Lass das Ganze einmal so ein bisschen fixieren und kann dann mit dem Rest, was ich hier am Pinsel habe, noch so ein bisschen rübergehen. Und die Haut ist einfach top. Das ist das, was ich vorhin meinte. Du hast dieses, vorher waren immer tolle Lidschatten und tolle Produkte für Blushes und Lippenstifte waren auch sehr gut. Mascaren natürlich auch. Aber jetzt ist die Base dran. Und das ist deswegen, ich habe ja natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Verbindung zu dieser Marke als viele anderen. Das darf man natürlich nicht vergessen, dass ich da ein bisschen biased bin. Die haben ja ganz viele Lebensträume erfüllt mit den Kollektionen, die wir hatten. Aber man sieht halt den Unterschied. Auch meine Kollektion kam 22 raus, im Spätsommer 22, das ist auch schon wieder fast anderthalb Jahre her, ne? Seither hat sich ganz, ganz viel verändert und das finde ich sehr, sehr schön. Das muss man auch gerne einmal lobend ansprechen. Ich möchte jetzt trotzdem noch ein weiteres Produkt benutzen und auch das hier ist der Holy Grail von vielen geworden, der Holiday Skin oder die Holiday Skin Bronzing Glow Palette. Selbstverständlich inspiriert durch eines der beliebtesten Produkte einer sehr teuren Marke und auch ein bisschen besser mittlerweile sogar. Mit einem großen Pinsel gehe ich einfach in diesen dunklen Ton. Das ist so ein Ton, wenn ihr sagt, okay, ihr habt keinen Bock, zwei verschiedene Produkte zu benutzen für Bronzer und Contour, ist das euer Ding. Weil er einfach die perfekte Farbe hat. Er ist schön warm, aber er ist nicht zu warm. Und das ist ja so mein Ding, ne? Das Ding ist einfach die beste Lidschattenpalette für Maxim, ne? Also da hätte auch Maxim Giacomo draufstehen können und alle würden denken, ja, passt perfekt. Denn ich liebe es ja, einen Ton in die Lidfalte und einen schimmernden Ton aus beweglichem Lid. Und gerade wenn ihr sagt, ihr habt morgens nicht viel Zeit und das, auch das, ne? Mittlerweile, Catrice ist sehr, aber das merken wir bei vielen Drogerieprodukten. Viele wollen gar nicht mehr 17.000 Cut Creases, 74 Millionen verschiedene Farben in einer Palette, sondern sie wollen einfach aus dem Haus gehen und nicht mehr über das Make-up nachdenken, was ich verstehen kann. Das geht mir genauso. Nehmt dann den Schimmerton, setzt mir den auf mein bewegliches Lid und hab einen super simplen, einfachen Look. Man könnte jetzt auch natürlich noch einen Eyeliner ziehen. Ja, aber das ist nicht mehr, Catrice ist sehr Soft Glam geworden dieses Jahr. Klar, es gab dann auch mal so ein paar Kollektionen, die ich persönlich auch nicht so verstanden habe, die für mich nicht so on brand waren. Wer weiß, aber vielleicht ist es ein großer Lebenstraum der Gründerin gewesen. Oder vielleicht war da ein tieferer Sinn hinter, der uns dann als
konsumieren, denn einfach nicht so geläufig ist. Für mich ist das Standardsortiment aber mittlerweile ein sehr, sehr alltagstaugliches Sortiment an Produkten. Ähnlich wie, ich glaube nicht, dass Catrice das gerne hört, aber es ist mittlerweile ähnlich wie L'Oreal. So von den, wenn ich weiß, ich möchte eine gute Foundation, gehe ich zu L'Oreal. Und das ist mittlerweile, wenn ich weiß, ich will tolle Base haben, dann gehe ich zu Catrice. Wenn ich weiß, ich will eine bunte Kollektion haben mit vielen verschiedenen Effekten, wenn ich vielleicht noch ein bisschen jünger bin, gehe ich zu Essence. Der Grad zwischen Catrice und Essence wird immer, immer größer, was ich sehr, sehr gut finde, weil Love jetzt fehlt, ne? Und Essence, also die, mal abgesehen von der My Little Pony Kollektion, ne, die ich 1:1 hätte zu Essence so geben können und hätte gesagt, okay, passt zu Essence. Sehr, sehr große Unterschiede. Ich habe keine Mascara von Catrice, wo ich sage, boah, krass, dieselben Mascaren benutze. Entweder die 200 Calories Mascara oder hier in Balm Brown. Auch bei den Lippen fand ich es ganz spannend, weil ich zwei komplett gegensätzliche Reihen habe. Einmal die Maxim Giacomo Nude Lippe und einmal die Gib Gas Lippe. Für die Maxim Giacomo Nude Lippe gibt es, ich habe noch nie den perfekten Lip Liner gefunden bis zu diesem hier. Die Farbe 069 Manhattan ist phänomenal. Hier ist das Einzige, was mich stört, das Maxi Lip in dem Lip Liner. Auf den Lippen gar kein Problem. Stört mich nicht. Aber im Lip Liner schwierig. Aber die Farbe, das ist meine Lippenfarbe, nur besser. Schaut mal, ich habe einfach 10 Meter drüber gemalt. Und du siehst es nicht. Würde so völlig ausreichen. Ich mag halt dieses, also da ist schon echt viel Maxi-Lip mit drin. Nicht Maxim, sondern Maxi, also viel Lippe. Und das finde ich im Lip-Liner ein bisschen schwierig, weil es dann sehr schnell so ein bisschen endig aussehen, oder es fühlt sich endig an. Es sieht natürlich nicht endig aus. Aber es ist einfach die perfekte Farbe. Und das, ein zartes Lippenöl rüber, you're good to go. Oder, und ich finde, dass dieses Produkt viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Das ist das Intense Matte Lip Ding. Die sind auch inspiriert von, ich glaube, von NARS oder so gewesen. Das ist so ein Ding für meine Mama. Die benutzt, das Ding von meiner Mutter ist, glaube ich, so groß mittlerweile. Und das hat sie schon seit 25 Jahren. Immer wieder neu, aber es ist wirklich, bis sie es nicht mehr anspitzen kann. Die Farbe, Very Berry. Beeindruckende Textur. Du denkst, so hart und du musst so reiben. Ihr habt gesehen, wie leicht der über die Lippen geglitten ist. Die halten extrem lange. Die trocknen gleich runter und dann halten die wirklich, wirklich gut. Und die Farbauswahl ist einfach sehr, sehr schön. Für mich gab es aber noch ein Produkt bzw. eine Formulierung, die sehr, sehr schön war. Und das war aus der Winnie Pooh LE 010 Lippenbalsam. Das ist kein Lippenbalsam mehr gewesen, das war Power. Das war ein Lipgloss mit voller Deckkraft und unglaublich glossy Finish. Und die Kombination aus diesem Lip Liner und aus diesem Lip Balsam, wie auch immer. Ich sehe wieder aus wie Dolly Parton oder Dolly Buster, je nachdem. Aber das Finish ist einfach schön. Es ist super reflektierend. Sie sehen vom Finish her aus wie die Vinyl Inks von Maybelline. Ist aber nicht dasselbe, ne? Also die halten nicht. Ne, das stempelt ab, völlig in Ordnung. Es ist ein Lippenstift. Ich kann nicht von einem glossy Lippenstift erwarten, dass der hält. In dieser Formulierung zumindest, in dieser Darreichungsform zumindest. Bin auf jeden Fall super gespannt, welche Produkte euch dieses Jahr von Catrice am besten gefallen haben. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr auf das kommende Jahr. Schreibt mir also gerne euer Feedback in die Kommentare. Ich liebe den Look sehr. Ich denke, ihr werdet ihn auch lieben und wir sehen uns hier schon ganz bald wieder. Passt auf euch auf!